Na gut. Dann halt nichts. Vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillingen. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts hin, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Wieso nicht? Okay. Na gut, jetzt schaust du's. Hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ah! Yeah, Bro. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Okay. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Das Gefühl habe ich auch.
Das musst du ja gehört haben. Das sind die irgendeiner geht? Hallo? Okay, vielleicht hat sie noch die Kopfhörer. Sam! Gewissenhaft. Hannahs beste Freundin. Umsichtig. Abenteuerlustig. Weiter geht's. Hallo? Ist jemand hier? Tja, seht jetzt schon einen Stalker. Na dann los. Zur Seilbahn müssen wir. Können wir wieder unser Handy benutzen? Irgendwie? Nein, leider nicht. Ah, ich hab's da vorne schon irgendwie leuchten gehört. Leuchten gehört, gesehen. Alter. Na dann schauen wir mal. Oh, was? Oh. Verdammt. Das Tor ist kaputt. Klettere rüber, Chris. Danke, Chris. Oh, Scheiße, lassen wir es. Gehen wir da rüber. Hochklettern. Natürlich sicher. Warum immer schnell? Schnell erst dann, wenn wir verfolgt werden. Wow, da müsste ich jetzt gerade aufpassen. Klettern. Wow, wow, wow. Verdrückt. Sicher. Schön vorsichtig. Klettern. Wow. Also, ich war wirklich kurz davor, falsch zu drücken. Aber egal. Ja, du musst extra dabei stehen auch noch. Nicht, dass du da ausrutscht oder so. Irgend so ein kleiner Wichser ist das. Na gut. Gehen wir weiter. Oh! Oh! Hey, kleines Kerlchen! Hast du Hunger? Hä? Echt süß. Was haben wir denn da? Oho! Eigenschaften, Beziehungsstatus. Wie egal. Die Zwillinge. Okay. Keine Hinweise. 1952, was haben wir irgendwie im Spiel damit zu tun, aber okay. Der unbekannte Totems. Einen haben wir ja schon mal gefunden. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Ach, wie schön. Der Schmetterlingseffekt. Geht dich nichts an. Okay. Charakterinfo. Na gut, geh zur Seilbahnstation. Das werden wir jetzt auch. Was haben wir denn hier? Ein Riesentotem. Ihr könnt ja eh lesen, Leute. Aha. Nicht schlecht, die Idee. Na gut.
Und wieder ein Totem. Diesmal ein gelber. Na, dann schauen wir mal. Wow! Der Führungstote. Und weiter geht's. Oh, wie schön. Stehen denn da? Wow, Graffiti, so weit hier oben. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Aber richtig schönes Graffiti. Sagt mal. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen, was abgeht. Chris, bist du hier? Hallo Leute. Hallo. Jetzt macht's auf, Leute. Ist nicht lustig. Na cool. Dann gehen wir weiter. Schauen wir uns mal um. Ein Rucksack. Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo. Was haben wir denn hier? Na, lassen wir lieber die Privatsphäre. Ich will lieber nicht in den Sachen von Chris. Chris! Sam, hey, du bist hier. Chris? Ist es der, was geschlafen hat? Ah, nicht neben der Flasche, sondern gegenüber? Okay, Chris. Methodisch. Ist verknallt in Ashley. Beschützerisch, humorvoll. Also, ist verknallt in Ashley. Das kann man vielleicht sogar ausnutzen. Und weiter geht's. Oh, also, ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Immerhin, wir sind nicht mehr alleine. Da ist aber was. Schauen wir mal. Wanted. Oh Mann, sieh doch mal. Ein Steckbrief. Gesucht. Krass. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Aber es könnte schon mal eine Spur sein. Wer uns da vielleicht verfolgt. Also, Victor. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay. Los geht's. Na gut. Muss ich jetzt wirklich schießen? Das ist hier kein Call of Duty oder so. Tja, der war nicht mehr so schlecht. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Oh, na, das glaube ich nicht, Kleine. Extremes Anfängerglück. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh. Wehe dir. Wehe dir. Das Eichhörnchen. Bist du behindert?
andere da, ja? Sicher nicht das Eichhörnchen. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt! Hey Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Na komm, Chris. Okay, jetzt schwimmen wir mit dem anderen, den Chris. Der ist wiederum in Ashley verknallt ist. Das werden wir sicher irgendwie ausnutzen können. Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Wie vor 5 Minuten. Die Tür ist doch immer abgeschlossen, okay? Es hat sich daran nichts geändert. Und doch ist sie verwundert. Okay. Ladies first. Ein Baragent. Oh, boom zuerst. Yeah. Nein, noch nicht. Dann schauen wir uns mal um. Nicht schlecht, die Aussicht. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Hotel und Solar. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Eh nur, das hat eh jeder. Aber egal. Wow. Hä? Da könnte uns jemand stalken. Und es wäre besser, wenn wir auch die Tür abschließen. Oder eher gesagt, ich hoffe, dass er die Tür abgeschlossen hat. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hierbleiben, aber... Okay. Na dann, einsteigen, Leute. Ist wie beim Abschlussball. Tja, aber nur ohne Händchen halten und Knut. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar, lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay, 3. Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Oh. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat. Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Boom. Schmetterlingseffekt. Ja. Boom. Jazz. Selbstsicher. Mikes neue Freundin. Gutgläubig. Respektlos.
Das werden wir ihn noch irgendwie austreiben. Weiter geht's, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit, sie zu begrüßen. Oh, das ist super. Dann begrüßen wir sie einmal ganz herzlich. Yay. Oh, was war das denn? Jess, hey. Jessica, hierher. Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Jetzt drücke einfach. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, ja. Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Ja. Mhm. Hey. Ja, ja, ja. Was ist denn das? Chris. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Oh. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Erklären. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Oh. Sie sagt wenigstens die Wahrheit. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Ach so. Aha. Okay. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily. Mike 6. Haha. Intelligent. Einfallsreich. Überzeugend. Ein Pickel an der Stirn. Vielleicht sogar 2. Und zu viel Schminke. Und weiter geht's. Dann wäre es nicht mehr so malerisch. Natürlich muss auch ein Afroamerikaner dabei sein. Matt. Motiviert? Emilys neuer Freund. Ach so ist es. Die tauschen beide die Partner. Okay. Ehrgeizig. Und sportlich? Naja, sportlich schaut er nicht aus. Bisschen Gewicht eben wäre nicht schlecht, ne? Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Ist es jetzt ihr Ernst? Und zweitens, der Freund macht es eh schon. Okay. Tussi. Gänsehaut. Wir sind fast da. Tussi allein. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Ja, sie sind zu zweit. Komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Sie sind zu zweit und haben Gänse. Halt sie meine. Jedenfalls. Was glaubst du? Wow! Scheiße! Yeah, Mike. Emilys Ex. Intelligent. Bitte? Überzeugend. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Yeah. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Tun wir ihn begrüßen. Immer freundlich sein. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Gute Synchronisation. Verstanden. Ich sehe es ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Ja. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann.
Okay. Bis dann. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Tu es dir. Schwere Entscheidung. Lassen wir sie alleine oder gehen? Aber, na gut. Zustimmen. Okay. Sie soll gut. Zustimmen. Wenn's so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Schätzchen. Ihr Ernst? Fleißig, ist verknallt in Chris, neugierig und offen. Hey, ist nicht Chris in Ashley und Ashley in Chris verknallt? Da könnte was laufen später. Das werden wir machen. Und sie ist offen, also sie könnte eigentlich irgendwie dann später irgendwie verraten, dass sie in Chris verknallt ist. Aber die Neugier, das schaut nicht richtig gut aus. Aber fleißig. Fleißig. Daraus könnte man irgendetwas machen. Irgendwas Tolles. Na gut, weiter geht's, Leute. Na dann schauen wir mal. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Tja. Ah! Oh Gott! Gott! Hey, hey, wow. Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal. Nein, es ist kaputt. Nein, es ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur. Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Deine Freundin ist eine Bitch, Alter. Aber vielleicht. Vielleicht ist sie auch nur eine Bitch. Nein, lieber nicht. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich habe schon Kopfschmerzen nur vom Reinschauen. Also, nein. Okay. Klar, wenn du sagst. Ich wollte sie mir irgendwie nicht antun. Die süße Jessica wieder. Tja, sie hat eine Nachricht, aber Buch lesen. Heutzutage sind alle nur aufs Handy fixiert. Also Handy. Schnell mal aufs Handy schauen. Wow. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Weg! Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Zing! Mist! Da musst du dich schon mehr anstrengen. Wo
versteckst du dich, oh, kleine Liebesmusik. Und tschüss. Wow! Ah. Hey! Oh! Oh! Oh, ein Vogel. Schießt den Vogel ab. Hallo! Aber da hast du den Vogel. Ah. Hey, Mike! Boom, Schakalaka! Okay, jetzt hast du mich. Schon gut, okay? Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Na, er versteckt sich. Aber nicht schlecht, hätte er. Keine schlechte Idee. Wow, ah. So geht das. Ich finde dich, Jess. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Ach so. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich hoff's. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Ach so? Scheiße. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Küsse, küsse. Ah! Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja? Aber du musst noch warten. Bis später. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Ja, du musst warten. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Da hat sie nicht unrecht. Der nächste Gast kommt. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Hey. Und wie fühlen wir uns jetzt? Gut, nicht schlecht. Extrem geiles Spiel. Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Na gut, okay. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Aber ich will nicht wissen, was mit den Taschentüchern macht. Nichts von beiden. Aber weil ich ein Mann bin, in dem Fall glaube ich jedenfalls Männer. Und wischen. Ich hasse Menschen. Es gibt nichts Schlimmeres als wir Menschen. Und weiter geht's. Ertrinken. Definitiv. Und weiter. Ratten, die sind süß eigentlich sogar. Aber Schlangen sind nett zum Anschauen. Aber nur im Zoo. Sehr gut, sehr gut. Und so weiter. Entschuldigung. Aber gibt's ja auch eine Bananenschale? Okay, mit dem Messer könnte uns ausschlitzen. Mit der Pistole wären wir eher vielleicht schneller tot. Messer. Definitiv Messer.
und zur nächsten Seite. Schlangen. Wir sind hier nicht bei irgendeinem Restaurant oder so. Schaut der überhaupt zu, was ich da deute oder so? Entweder den Joker oder den Scarecrow. Der Joker ist ein besserer Charakter, aber Scarecrow... Die haben beide was. Aber ich mag lieber den Joker. Oho! Eigentlich nichts von beiden, aber Blut. Wieso nicht Blut? Oh. Hab ich dich erschreckt? Verzeihung. Nein. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Kann ich jetzt kurz zur Toilette gehen? Schlange, Schlange! Weiter geht's. Spritze. Ja, definitiv Spritze. Unbedingt, Spritzen sind extrem geil. Hallo. Und weiter. Scarecrow. Aber Zombies, The Walking Dead, schwer zu sagen. The Walking Dead ist schon geil, oder? Als Scarecrow. Nein, Spritze. Definitiv diese Nadel, die... Wenn die eindringt... Wow. Spritze. Nur Spritzen. Das ist sehr interessant. Okay. Danke. Bitte. Dafür, dass du so gründlich warst. Schlangen. Vogelscheuchen und Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Wieso nicht? Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Natürlich. Und was ist jetzt mit meinem Kaffee? Oder Toilette? Ich müsste mal... Hallo?